Ach ja, da macht jemand gerade raue Behandlung. Jep. Ach, die Bayern, die rennen einfach dran vorbei, die Arschlöcher. Ich würde mal sagen, die annektieren wir jetzt, aber besser gesagt, ja, die annektieren wir jetzt demnächst auch mal, boah. Oder willst du sie noch lassen? Nee. Alter, wir haben mal plus 88 Prestige, boah. Ja, ich weiß. Mal schauen, wie lange das noch anhält. So. Ach was, die wollen mich doch wohl verarschen. Ja. Ja, rein. Sicher. Ach, warte Ach. mal, guck mal. Wir kämpfen einfach gegen den, der rauskommt. Ach ja. Wieso hast du jetzt auch wieder aufgehört, da reinzulaufen? Irgendwo haben wir noch Rebellen die Grenzen überschritten, wo ich das hier gesehen habe. Ach so, da, das war ja dort. So. Jetzt aber. Ich bin mir gespannt, ob der Bayer so viel Hirn hat und wenigstens seinen Mürnberg wieder rausholt. Ja, mal was. Das drückt nämlich auch unsere Steuer. Möchte ich nur mal erwähnt haben. Na, so viel ist das nicht. Aber wenigstens etwas. Wir könnten uns bei dem Geld ja fast einen neuen Berater leisten, boah. Ja, leider gibt's keinen mit. Denken uns, den nehmen wir mal. Ach so, hast du schon. Den hier. Aber die Einser gehen, verdienen ja jetzt einen Haufen Kohle. Das ist richtig, ja. Das können wir uns dicke leisten. So, ich würde mal aber ganz gerne wieder einen Boxenstopp machen. Du musst jetzt mal wieder eine Runde alleine unterhalten. Und ich würde sagen, bis gleich. Jo, bis gleich. So. Scheiß Regentschaftsrat. Sind wir jetzt in einem? Jo. Gut. Da kann man mal sehen, wie schlecht der ist. Regentschaftsrat. Ziemlich beschissen. Wir haben eins Regierungsgeschick, zwei null diplomatisches Geschick und zwei militärisches Geschick. Staatsehe von Bayern nehme ich an. Den brauchen wir. Und das Blöde ist, in einem Regentschaftsrat geht auch die Legitimität zurück. Das ist beschissen. Dabei haben wir nur 22. Wenn wir die nämlich mal hoch haben, dann wird auch das Risiko für Nationalrevolte niedriger, was bei uns astronomisch hoch ist. Lüneburg, ey. Bremen und Lüneburg. So, dann melde ich mich wieder zurück und frage, ob ich was verpasst habe. Nee, eigentlich nicht. Staatsehe von Bayern, ja. Ja, habe ich schon gemacht. Okay. Wir sind jetzt übrigens in einem Regentschaftsrat. Ach, das ist ja super. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Der ist so schlecht. Muss ich mal ganz kurz gucken. Das ist Savoy. Aha. Köln. Oh Mann, da gucke ich mir noch mal alles in Ruhe an, die Pfalz, Böhmen. Ich frage mich eigentlich gerade, da ich das im Aufnehmen die Bandycam benutze und eigentlich auch mal, weißt du das eigentlich, wenn ich das Fenster wechsle, zum Beispiel auf den Desktop, wird dann eigentlich das Spiel trotzdem noch weiter aufgenommen oder habe ich dann Standbild? Ich glaube nicht, dass das weiter aufgenommen wird. Oh. Dann sind da wohl, glaube ich, bei der Aufnahme ein paar Standbilder mit dabei. Oh, das tut mir dann leid.
Naja. Aber okay. Ey, unser Revoltenrisiko so riesig. 6,9, das geht doch noch. Als ich mal an meiner Singleplayer-Map gespielt habe, da hatte ich teilweise vor diesen Zahlen noch eine 1 davor. Ganz links. Ja, als wir beide das erste Mal zusammengespielt haben, war ja bei dir auch mal so eine Zeit lang Ja. in jedem Land mindestens 10%. Yep. Irgendwo, ich glaube in der Singleplayer-Map habe ich auch schon über 500.000 Rebellen weggehauen. Das war auch total schlimm. Aber wie? Ach, guck mal, was mit England da los ist. Ja, die Die gewinnen sind. aber den Krieg. Wie sind die eigentlich? Frankreich, Schottland, Lothringen, Leinster und Tyrone. Naja, okay. Keine Ahnung, wie die den gewinnen. Machst du die Zeit mal ein bisschen schneller? Kann ich machen. Ich lasse sie mal gerade auf 2, weil ich bin jetzt auch mal kurz weg. Alles klar. Gut, dann plane ich ja schon mal die nächsten strategischen Feldzüge. Ja, das dauert eh noch, bis wir das nächste Mal im Krieg sind. Gut, bis gleich. Bis gleich. Nee, ich bin jetzt auch gerade mal am Überlegen, ob wir nicht einfach die Pfalz angreifen sollten. Böhmen, Köln, Schweiz. Müssen wir gucken, mit wem die Böhmer denn noch verbündet sind. Bündnis gegen Frankfurt. Ach ja, okay. Traurige Nachrichten. Der große Staatsmann Ulrich II., Toskana von Ostfriesland, ist gestorben. Unsere Staatsehre ist vorüber. Ja, gut. Darum wird sich der Janik gleich kümmern. Wir gucken mal, mit wem Böhmen dann genau noch alles verbündet ist. Ja, Dänemark, Brandenburg und die Pfalz. Wir schauen nochmal nach, wie groß die dänische Streitmacht ist. 28.000. Böhmen selber dürfte, glaube ich, nicht so viel haben. Na, ich sehe sie jetzt auch gar nicht. Ach ja, hier, 18.000. Wenn uns die. Na. Wenn uns die Ungarn unterstützen, dann könnten wir auf jeden Fall Böhmen weghauen und uns auch gleichzeitig mit Dänemark anlegen. Jetzt ist natürlich das nächste Entscheidende, da wir jetzt den Regentschaftsrat haben, können wir jetzt wohl erstmal keine Kriege machen. Gut, das war das also, was der Janik meinte mit, wir können demnächst sowieso erstmal keine Kriege machen. Habe ich verstanden. Okay. Gut, na dann nutzen wir halt die Pause und planen mal ein bisschen neu. So, wieder da. Jawohl, ich sehe schon, was du meinst, auch mit den Kriegen. Dass wir den Regentschaftsrat haben. Der behindert uns erstmal. Richtig. Gucke mal, wir könnten uns Brandenburg als nächstes einverleiben. Die sind bloß noch mit Böhmen und Mantua verbündet. Ja, mal gucken, wie er denn 12 Jahren ist. 12 Jahre! Ja, bis 15. Bis unser Thronfolger 15 ist, haben wir einen Regentschaftsrat. Ach, das ist so unglaublich. Und so lange können wir keinen Krieg spielen. Ne. Also da war eine Theokratie aber deutlich besser. Naja, dann würde ich sagen, sammeln wir Sachen und bauen was aus. Ja, der Regentschaftsrat ist ja nur da, wenn man auch mit über 60 oder ein verschissenes Kind hat. Das ist wohl wahr. Deutscher Orden, Köln und Utrecht. Ach ja, Utrecht könnten wir auch gleich einnehmen. Wenn wir die Hanse wiederum angreifen. Aber ich wäre fast dazu geneigt, Brandenburg dem Erdboden gleich zu machen, so wie sich das gehört. Ja, Brandenburg wäre gut. Weil dann kriegen wir nämlich Böhmen.
So. Jetzt fordern die unrechtmäßiges Land zurück. Können mich mal, aber sowas von. Bündnis gegen... Wer ist denn überhaupt alles jetzt im Bündnis gegen uns? Also bis jetzt akzeptierte Kultur verloren. Österreich schon, wir haben Hannover bekommen. Hm. Gut. So. Also Österreich und Böhmen sind in einem Militärbündnis gegen uns. Genauso wie Friesland und Utrecht. Tja, aber die sind ja selber erstmal im Krieg mit Ostfriesland. Ach ja, Ostfriesland, wo war das der Thronanwärter gestorben? Beziehungsweise ja, der Throninhabende. So. Und die Staatsehe existiert nicht mehr. Ich weiß. Ich mache jetzt auch erstmal keine neue mit denen. Das ist in Ordnung, finde ich gut so. Ich hoffe, das Militärbündnis wird in den 12 Jahren oder sowas dann auch hoffentlich schnell aufgelöst. Tja. Schauen wir mal. So, in 12 Jahren sollte er auch langsam Spanien anfangen zu kolonisieren in der Welt. So, ich habe jetzt erstmal ein paar Investitionen getätigt. Ein paar Hofmeister. Das ist ja nicht schlecht, wenn wir das haben. In Zeiten des Friedens können wir ja mal an unsere Wirtschaft denken. Münster hat eine Armee von 6.000, das ist schön. Wenn wir natürlich Köln den Krieg erklären, boah, das wäre was ganz Feines. Die Pfalz, Pommern, Thüringen, die Hanse. Oh ja. Dann würde wenigstens Elsass erstmal wieder Zugang haben zu ihrem eigenen Reich. Aber die Elsasser haben gerade eine Bauernrevolte, boah. Ja. Ja, guck mal, jetzt sind sie weg. Aber wie sich unser Land einfach mal in Deutschland reinpresst. Ja. Das ist schon irgendwie sehr geil. Fürsten. So. Und alle Kurfürsten haben eine abgrundtiefe Abneigung gegen uns. Aber wenigstens sind diese Abneigungswerte hier noch dreistellig. In meiner Singleplayer-Map sind die alle vierstellig. Ja, das ist aber... Das ist nicht die Abneigung, sondern das ist nur... So, wenn das ein Plus ist, dann wählen die für dich. Das ist ein anderer Faktor. Ach so, okay. Und da du sowieso in der Theokratie lebst, ist das schon mal minus 1000. Oh. Ach ja, gut zu wissen. Aber man muss immer noch sagen, Respekt, Burgund, ihr haltet euch. Ja, das stimmt. Aber ich finde, bis jetzt sieht das mit der Karte ziemlich gut aus. Ja, geht eigentlich. Ja, also es... Ich hätte es mir ehrlich gesagt doch schlimmer vorgestellt. Ich gucke mal bei unseren Missionen rein. Was wir nur brauchen noch für die deutsche Nation. Da haben wir immerhin schon mal was. Münster. Jetzt haben wir die schon als Vasallen und die.